Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch den Titel-Command in Minecraft. Ja, ich habe dazu ja schon mal ein Video gemacht, das ist schon Ewigkeiten her und da habe ich eigentlich auch nicht so viel erklärt, da habe ich nur so das Grobe erklärt und heute will ich es euch mal genau erklären, also wirklich mit allen Einzelheiten, die man da noch machen kann. Und ja, als erstes müssen wir erstmal einen Titel erstellen, das geht hier so, also jetzt haben wir hier Hallo, wie geht's? Und das geht mit /Titel@p oder halt den Namen, den ihr haben wollt. Titel, also ihr könnt auch @a nehmen, ne, für alle Spieler und @e für alle Entities, das bringt aber nichts. Und ja, @r für einen zufälligen Spieler, aber das müsste man eigentlich auch schon kennen. Und dann Titel, dafür, dass es halt groß im Bildschirm angezeigt wird. Dann in so gewählten Klammern und dann so gewählte Klammer auch. Text in Anführungsstrichen, Doppelpunkt und dann in Anführungsstrichen euer Text. Also ich habe jetzt Hallo, wie geht's genommen und ja, dann wieder eine gewählte Klammer zu. Und ja, jetzt ist natürlich noch so ein bisschen weiß und das ist natürlich halt doof. Wir wollen natürlich auch noch eine Farbe haben. So, hier habe ich es so, dass ich den Text grün habe. Das geht, indem wir einfach dasselbe nochmal schreiben, nur am Ende dann ein Komma machen und dann in Anführungsstrichen Color und dann Doppelpunkt in Anführungsstrichen dann eure Farbe. Also ich kann die euch jetzt hier auch nochmal einblenden. Alle Farben, es gibt glaube ich 16 Stück. Und dann erst die gewählte Klammer zu. So, das mit den Anführungsstrichen werde ich jetzt nicht immer sagen. Das, ja, das ist halt seit der 1.9 muss man halt alles in Anführungsstriche setzen. Wenn ihr das auf der 1.8 macht, dann könnt ihr müsst ihr nur den Text hier in Anführungsstriche setzen. Also dieses das, was ihr selber schreibt, sonst ist restliche wie Text und Color und Green, das müsst ihr nicht in Anführungsstriche setzen, aber ab der 1.9 muss man das halt schon machen. Ja, dann gibt es auch noch verschiedene Effekte, die man auf seinen Titel, also auf den Text drauf machen kann. Zum Beispiel, jetzt habe ich ihn etwas fetter, also halt fett, gedruckt. Das geht, indem er einfach hinten dran hängt, Bold, Doppelpunkt, True. Also das Bold steht fett und halt dann True halt, also an. Wenn ihr false eingibt, dann ist es aus, also dann habt ihr das ganz normale, also das könnt ihr dann noch weglassen. Genau, das Ganze geht auch noch mit Kursiv. Dazu müsst ihr eingeben Italic, Doppelpunkt, True. Es geht auch noch unterstrichen. Dafür müsst ihr Underlined, Doppelpunkt, True eingeben. Und mit durchgestrichen geht es mit Strike Through, Doppelpunkt, True. Ja. Dann könnt ihr das auch noch so durcheinander gewürfelt machen. Also, das habe ich auch schon mal gezeigt in einem extra Video. Das kann ich euch auch mal verlinken. Aber ja, hier habt ihr es jetzt auch nochmal. Das geht mit Obfuscated True. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber okay. Obfuscated Doppelpunkt True. Ja, man kann diese Effekte natürlich auch beliebig kombinieren, indem man einfach immer ein Komma dazwischen setzt. Und sonst muss man eigentlich nichts beachten. Hier habe ich einfach mal alle Effekte zusammen gemacht. Ja. Und man kann das auch, man kann auch noch einen Untertitel erstellen, also ihr seht das ja schon, da so ein kleinerer Titel, der dann noch so ein bisschen darunter ist. Das geht, indem ihr einfach /Titel, dann den Namen und dann Subtitel, nicht Titel, sondern Subtitel macht und dann halt den Text und so. Aber einen Subtitel kann man nur in Kombination mit einem Titel machen. Also man braucht einen Titel, sonst, wenn ich das jetzt hier mal nehme und dann passiert nichts. Aber wenn ich dann hier den Command-Block wieder dran mache, dann so, also jetzt seht ihr hier, wenn das dann das wieder dran macht, dann funktioniert es, sonst funktioniert es halt nicht. Aber man kann auch nur den Untertitel machen, indem man einfach bei dem Titel, dann wo der Titel eingebildet wird, einfach nur Text und dann nur die Anführungsstrichen, also kein Text hier eingibt, also wenn ihr irgendwas eingibt, dann wird er natürlich angezeigt, aber wenn man nichts eingibt, dann wird dann halt nur der Untertitel angezeigt. Aber ohne das, den hinteren Command-Block geht das halt nicht. So, dann könnt ihr auch noch einen Text in der Action-Bar, also über der Inventarleiste, anzeigen lassen. Das geht, indem ihr einfach das Wort Titel bei dem Titel halt durch Action-Bar setzt, also /Titel, dann den Namen und dann Action-Bar und dann halt den Text wieder und die Farbe und ihr könnt dann auch alle Effekte, könnt ihr auch auf die Action-Bar machen und auch auf den Subtitel. Also ich kann das hier mal, bei, wo ich alles zusammen habe, kann ich auch mal einfach Subtitel eingeben, da muss ich mir hier einmal diesen Command-Block kopieren und hier dran setzen, weil das geht ja nur mit Titel. So, jetzt haben wir das hier so zusammen und wir können das Ganze auch nochmal hier mit der Action-Bar machen. Dann geben wir auch nochmal ein Action-Bar, so,
Und dann haben wir das hier unten nochmal alles mit allen Effekten. Ja, dann können wir auch noch die Dauer des Titels ändern. Das geht mit dem Befehl slash Titel FP times. Und dann gebt ihr eine Zeit ein. Erst dann die Einblendezeit in Ticks halt. Ticks sind, also 20 Ticks sind eine Sekunde in Minecraft. Und dann gebt ihr halt ein, wie lange das einblenden soll, also wie lange der Titel einblenden soll. Das nehme ich halt jetzt einfach mal 20, ohne B. So, 20 nehme ich jetzt einfach mal. Dann gebt ihr die Anzeigezeit ein, also wie lange der Titel angezeigt werden soll. Das mache ich jetzt einfach mal 60, also 3 Sekunden. Also es wird eine Sekunde eingeblendet, 3 Sekunden bleibt es. Und dann die Ausblendezeit, also wie, auch das, also wie lange es dann ausgeblendet wird, das mache ich jetzt auch mal 20, also es wird eine Sekunde auch wieder ausgeblendet. So, das Ganze müssen wir dann jetzt bepowern und wenn wir jetzt uns einmal hier irgendein, zum Beispiel das hier holen, dann wird es so langsam eingeblendet und bleibt dann 3 Sekunden und wird dann eine Sekunde wieder ausgeblendet. Genau. So, da könnt ihr halt jede beliebige Zeit einstellen. Dann könnt ihr das auch noch auf Standard zurücksetzen. Wird das hier wieder ganz normal angezeigt. Und ja, das geht mit /Titel-FP-Reset. Also dann wird es dann einfach zurückgesetzt. Dann könnt ihr den Titel auch noch einen Titel vorzeitig entfernen. Das geht mit /Titel-FP-Clear. Also der Titel wird dann, sobald der Command Block gepowert wird, wird der Titel dann, werden dann alle Titels, die dann, alle Titel, die dann hier sind, also auch die Untertitel und das in der Action Bar wird dann, glaube ich, entfernt. Ich glaube, das in der Action Bar auch, bin mir nicht sicher. Dann kann man auch noch, zuletzt kann man dann auch noch mehrere Effekte bzw. Farben eingeben. Das habe ich jetzt hier auch mal gemacht. Dann habe ich hier das Hallo in Fett und in Grün und das Wie in Blau und Kursiv und das geht in unterstrichen und in Gelb. Ja, da müsst ihr dann mehrere Texte erstellen. Ja, das wird dann ein bisschen länger. Und zwar müsst ihr dann eingeben, erstmal eine eckige Klammer und dann die gewählte Klammer und dann gebt ihr wieder ein euren Text. Hallo, Farbe Grün, Fett ist an und dann macht ihr die Klammer wieder zu und dann ein Komma und dann wieder so eine gewählte Klammer auf und dann Text wie, ihr müsst aber die Leerzeichen, also ihr müsst die Leerzeichen hier mitmachen, das sind, weil sonst werden die nicht angezeigt. Ja, und dann Farbe Blau und dann habe ich Italic an und ihr müsst dann das andere wieder ausstellen, also wieder auf False stellen, das Bold, weil sonst würde das dann auch fett angezeigt werden. So, und dann wieder zu und dann wieder die Klammer, die geschweifte Klammer, geschweifte, gewählte, ist eigentlich egal, wie man es nennt, die gewählte Klammer zu, dann wieder ein Komma und dann wieder die gewählte Klammer auf und dann in der Text geht's und dann in der Color, in der Farbe Gelb und unterstrichen und Italic, kein Italic und auch nicht mehr fett. Und dann halt die gewählte Klammer und die eckige Klammer zu. Ja, damit kann man dann auch mehrere Titel einblenden und jetzt wisst ihr auch, wie ich das hier gemacht habe. Ja, das habe ich dann genau so gemacht und dann auch mit dem Subtitel zusammen und ja, genau so habe ich das auch gemacht. Ja, das war es dann eigentlich schon, war jetzt etwas komplexer als das erste Tutorial zum Titelcommand, was ich gemacht habe. Aber ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao.